Wenn das Ziel des Gesetzes ja ist, CO2 zu reduzieren, ist es dann, kann man dieses Ziel damit dann überhaupt erreichen? Wie viel CO2 wird denn jetzt dann tatsächlich durch dieses Gesetz perspektivisch eingespart? Herr Professor Söllner, bitte. Ja, also beim aktuellen Strommix mit einem erneuerbaren Energieanteil von 48,3% spart die Wärmepumpe im Vergleich zu einer Gasbrennwerttherme 7% Kohlendioxid. Denn der Kohlendioxidfußabdruck von so einer Wärmepumpe ist 0,165 Kilogramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde Wärme. Bei der Gasheizung sind es 0,178, also ein fast zu vernachlässigender Unterschied. Die in Aussicht gestellten Kohlendioxidreduktionen von der Bundesregierung in Aussicht gestellten, die beziehen sich alle auf dieses 80% erneuerbare Energien Ziel. Das soll bis 2030 erreicht werden. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Offensichtlich die Bundesregierung auch. Sonst wird sie ja nicht, wie wir gerade gehört haben, 50 neue Gaskraftwerke in Auftrag geben. Wenn das nicht erreicht wird, dieses 80%-Ziel, dann bleibt von den erhofften Kohlendioxideinsparungen so gut wie nichts mehr übrig. Im Übrigen, das vielleicht nochmal an dieser Stelle, im Übrigen gelten diese Kohlendioxideinsparungen ohnehin nur bei isolierter Betrachtung des Gebäudesektors. Und wie schon in meinem Eingangsstatement erwähnt, ist gerade so eine isolierte Betrachtung des Gebäudesektors bei einem Schadstoff wie Kohlendioxid und bei einem globalen Problem vollkommen unsinnig. Also von daher wird da nicht so wahnsinnig viel dabei rauskommen an Klimaschutzeffektivität.